Herzlich willkommen zur Mittagspausen-Session. Wir haben gerade gesagt, wir haben eine harte Zeit. Wir hätten vielleicht alle noch mal rausschicken sollen, sich ein Brötchen zu holen und dass sie dann essen dürfen. Also wer das tut, ist erlaubt. Ich habe schon verschiedene Formate jetzt erlebt. Wir hatten Panels mit Präsentationen vorhin und ich habe eben ein Streitgespräch erlebt, was nicht wirklich eins war. Was wir machen, ist ein Dialog miteinander zum Thema OER und Geschäftsmodelle und Finanzierungsmodelle. Wir sind eigentlich angewiesen, dass die Panels nicht mit Dialog mit Ihnen stattfinden, habe aber schon Regelbrechung an der Stelle heute erlebt. Von daher würden wir auch am Ende mit Ihnen gern Dialog gehen. So richtig miteinander reden können wir dann anschließend am Thementisch. Da ist die nächste Stunde vorgesehen. Aber wenn uns hier oben den Stoff ausgeht oder wenn eine dringende Meldung ist, also einfach bitte auch melden. Ich weiß, Herr Höber, Sie wollten sehr gerne auch mit dem Publikum reden, hatten Sie gestern schon gesagt. Auch, ne, können wir gerne machen. Ich führe kurz noch mal ins Thema ein und dann sage ich Ihnen, wer sitzt. Und die können sich selbst besser und viel besser noch vorstellen, weil es sind teilweise komplexe Organisationstitel, habe ich gerade gemerkt, zwischen Verlag und Betreibergesellschaften und so weiter. Das können die Herren selbst am besten. Mein Name ist Claudia Bremer, ich bin an der Universität Frankfurt. Und wir haben hier zusammen Professor Rolf Grano von der FH Lübeck, kennen viele auch, dass die Plattform Moin betrieben wird von OnCampus. Das ist eine Ausgründung oder Angründung an die FH, kann er noch spezifizieren, wo MOOCs gehostet werden. Also die führen quasi MOOCs durch, sind aber schon seit Jahren im Bereich Online-Masterstudiengänge mit der Produktion von WBTs unterwegs, jetzt richtig sichtbar durch die MOOCs. Micha Jäger ist vom Eduversum Verlag in Wiesbaden und dort Geschäftsführer, und der Eduversum Verlag ist nicht nur ein Verlag, sondern betreibt auch, das kennen viele von Ihnen, das Portal Lehrer Online. Und da ist ganz spannend, ich habe in den letzten Jahren immer wieder mitverfolgen dürfen, wie sich das Geschäftsmodell entwickelt und weiterentwickelt und genau, noch in Entwicklung ist, nehme ich an. Neben mir sitzt Herr Höper, Sie kennen ihn wahrscheinlich auch von der Tagung, habe ich Sie mal wahrgenommen. Es gibt einmal im Jahr eine Tagung, ist im Bereich Erwachsenenbildung tätig, also wir gehen ein bisschen weg vom Schulbereich, vom W. Bertelsmann Verlag. Das W ist ganz wichtig, W. Bertelsmann Verlag. Umgangssprachlich sagen wir manchmal den kleinen Bertelsmann Verlag, da wissen wir immer, genau, ist die Abgrenzung. Und ist auch ein Verlag mehr in Richtung Weiterbildung, Erwachsenenbildung und auch, wie haben Sie es genannt, Betreibergesellschaft, war nicht das? Mediendienstleister. Also alle können noch gleich korrigieren. Und dann haben wir noch eine GmbH. Herr Appelhans ist mein Unterricht. Und ich finde es spannend, auch nochmal zu vergleichen, ob zum Beispiel die Geschäftsmodelle von den Portalen sich ähneln oder nicht. Bevor ich jetzt den Herren Raum für ein Eingangsstatement gebe, vielleicht kurz nochmal zum Thema Geschäftsmodelle. Ich selbst habe in einem vom Bundesbildungsministerium geförderten Projekt zu Geschäftsmodellen untersucht, welche Geschäftsmodelle Hochschulen haben. Und derzeit kamen die MOOCs auf und dann haben wir das für MOOCs untersucht. Geschäftsmodell bedeutet nicht, dass Gewinn gemacht werden muss oder löst. Vielleicht nochmal zur Korrektur. Das Wort ist ein bisschen ungewöhnlich manchmal, aber man kann Geschäftsmodelle auch auf die komplette staatliche Finanzierung von Hochschulen legen. Staat gibt Geld, Hochschulen bilden aus und geben an Markt. Also der Abnehmer muss nicht unbedingt der sein, der bezahlt. Und hier ist es auch durchaus üblich, auch ein Geschäftsmodell dran zu legen. Da gibt es ein paar Modelle, da kann man ganz gucken, quasi, wo kommt das Geld her, wo geht es raus. Im deutschen Sprachraum tut man sich manchmal ein bisschen schwer, bei der öffentlichen Finanzierung von Geschäftsmodellen zu sprechen. Und deshalb ist, glaube ich, bei diesen OER-Mapping, da gibt es ja auch ganz viele Geschäftsmodelle, manchmal auch eher von Finanzierungsmodellen. Da haben Sie ja dann auch mitgearbeitet, das Wort. Der Einfachhalber würde ich einfach mal anfangen, dass wir vielleicht im Hochschulbereich beginnen. Und ich gebe, Sie können mal Ihre eigene Definition von Geschäftsmodellen darlegen und dann auch Ihre Einrichtung vorstellen, Ihr Angebot und das Geschäftsmodell, das dahinter steckt. Und dann gucken wir mal, ob wir Ähnlichkeiten, Kontroversen haben. Und dann können wir zum Abschluss Geschäftsmodelle für OER in Deutschland entwickeln oder finden vielleicht schon welche oder haben am Ende welche gelöst. Gut. Herr Grano, bitte. Dankeschön. Wir beschäftigen uns mit dem Thema digitale Bildung ja insgesamt seit 1998. Seit 2001 bieten wir länderübergreifend Online-Studiengänge, Online-Weiterbildung an. Die Online-Studiengänge, und das sind im Wesentlichen Bachelor-Studiengänge, sind implementiert an staatlichen Hochschulen. Jetzt komme ich in dieses Mischmodell hinein. Wir betreiben diese Online-Studiengänge und entwickeln auch zusätzliche auf der Basis eines stabilen Geschäftsmodells, das heißt ohne zusätzliche Drittmittel.
Finanzierung, das Modell trägt sich aus sich selbst. Es trägt sich deshalb aus sich selbst, weil es in die reguläre Haushaltsfinanzierung der Hochschulen eingebettet sind. Dieses Geschäftsmodell ist relativ simpel zu erklären. Die Hochschulen erbringen aus ihren Haushalten die Leistung, die sie immer erbringen. Sie betreuen nämlich die Studierenden und führen die Lehre durch, damit man dieses, und wir haben inzwischen Online-Anteile von 95% der Workload, auch tun kann, braucht man natürlich Materialien und Umgebungen, die vorbereitet sind, sodass ich darin lernen kann. Die entwickeln wir zentral und die Entwicklung solcher Ressourcen ist die Kernaufgabe, die unsere Organisationen in Lübeck tun. Wir verantworten insgesamt knapp 300 Online-Module A5-Credit in Lübeck, an denen wir dementsprechend auch die Verwertungsrechte halten. Hinter diesen 300 Modulen stehen 200 Professorinnen und Professoren, die die Autorenschaft übernommen haben, was auch heißt, Menschen, die einmal für uns arbeiten, arbeiten auch gerne ein zweites Mal für uns. Deshalb haben wir viel mehr Module als Professorinnen. Eingesetzt werden diese Inhalte allerdings und betreut durch mehr als 600 Professorinnen und Professoren. Das heißt, dieser Irrglaube, dass deutsche Hochschullehrende nur ihre eigenen Kurse betreuen, aber nicht die, die andere Kolleginnen und Kollegen entwickelt haben, können wir damit, glaube ich, ziemlich stringent widerlegen. 600 ist schon eine Anzahl. Das geht natürlich nur, weil wir es länderübergreifend machen. Kernaufgabe, und das war das einzig zu lösende Problem in diesem Kontext, ist die laufende Qualitätssicherung der Inhalte. Alles, was man auch mit Anschubfinanzierung entwickelt, vor allem in der Informatik, veraltet ungeheuer schnell. Und wir brauchen jetzt natürlich ein Modell, welches geeignet ist, die laufende Qualitätssicherung durchzuführen. Unsere Studiengänge sind ja seit 2001 implementiert. Das heißt, die haben 4, 5 Reakkreditierungszyklen hinter sich. Und es mussten ja auch die Aufwendungen betrieben werden. Hier ist das Modell relativ simpel. Die Studierenden, die die Kurse nutzen, zahlen für die Qualitätssicherung. Wir erheben also auf gesetzlicher Basis Medienbezugsgebühren und aktualisieren damit die Inhalte. Die Durchführung der Lehre ist wiederum ganz regulär aus den Haushalten finanziert. Und die 600 Professorinnen und Professoren, die in den Kursen lehren, lehren auch aus dem Hauptamt heraus. Das ist nicht irgendwie das organisiert, das sind ganz regulär auf Satzungen begründete Lehrveranstaltungen, die regulär aufs Deputat angerechnet werden. So, dieses ist ja zunächst mal kein OER-Modell, denn da die Studierenden dafür zahlen, haben auch nur die Studierenden Zugang zu den Inhalten. Also das ist schon Closed Educational Resources. Mit dem Thema der Öffnung haben wir uns befasst, ich denke 2009/10. Dort haben wir systematisch begonnen, die Medienelemente und Videos, die in den Inhalten drin sind, offen auf YouTube zu veröffentlichen. Wir gehörten eigentlich mit zu den Vorreitern, die einen solchen YouTube-Kanal als Hochschule gemacht haben. Das ist jetzt nicht die Videos einzelner Menschen, die etwas erstellt haben, sondern das ist unser offizieller Hochschulkanal und alles, was wir dort veröffentlichen, sind Inhalte, an denen die Hochschule auch die Rechte hat. Dies ist für uns aus unserer Sicht eine Nebenverwertung. Wir hatten ja diese Elemente ohnehin und es machte ja keinen Sinn, dass wir sie jetzt einfach für uns behalten und nicht mit allen anderen teilen. Im Gegenzug nutzen wir ja auch reichlich bei der Modulentwicklung im Netz verfügbare Inhalte, die wir bei uns selber einbinden. Für mich ist dies ein Nehmen und Geben. Wir teilen hier etwas, was wir ohnehin haben, was wir nicht fürs Teilen entwickelt haben, was für uns auch keinen Zusatzaufwand macht. Die Veröffentlichung auf YouTube macht auch keinen Zusatzaufwand. Wir haben hier inzwischen, glaube ich, auf dem Kanal gut 4.000 Abonnenten und 1,3 Millionen Klicks. Bezogen auf deutsche Hochschulen stehen wir dort bei YouTube auf Stelle 1 oder 2, je nachdem, welche beiden Zahlen nimmt. Das teilen wir uns einfach mit der Uni Göttingen. Was mit darin liegt, dass andere Hochschulen eben erst gar keine Rechte haben, die sie veröffentlichen könnten. Das mussten wir ja gewährleisten. Wir haben dann beschlossen, bei der Art und Weise, wie wollen wir dieses lizenzieren, um den Prozess sinnvoll zu gestalten, veröffentlichen wir unter CC BY. Das macht es allen einfach, das mitzunutzen und wir verwenden selber auch gern Material, was CC BY
lizenziert ist. Auch das, denke ich, ist Nehmen und Geben. Mit dem Thema der MOOCs beschäftigen wir uns seit 2013. Dieses sind wir strategisch angegangen. Wir haben uns zunächst mal überlegt, wofür dieses Format eigentlich da ist, ob es was Neues ist oder ob es etwas Altes ersetzt. Wir haben für uns als Hochschule 2014 beschlossen zu sagen, diese MOOCs sind eine neue Dimension des Lernens im Netz. Wir haben sie als drittes strategisches Format neben das Präsenzstudium mit Blended Learning Anteilen, neben dem reinen Online-Studium verankert bei uns an der Hochschule, und wir haben auch unsere strategische Zielgruppe dafür verankert. Aufbauend auf den Erfahrungen ist für uns das Format des offenen Lernens im Netz, was hinter dem MOOCs steht, ein Format, welches aus meiner Sicht als einziges in der Lage ist, das nicht formale Lernen von Menschen unmittelbar zu ermöglichen. Und dieses heißt insbesondere, dass nicht formale Menschen lernen von Menschen, die überwiegend vielleicht auch schon einen Hochschulabschluss haben. MOOCs sind aus unserer Sicht ein generisches Format für das lebenslange Lernen und die Weiterbildung auf welchem Niveau auch immer. Und so haben wir unsere Art von MOOCs auch positioniert und wir profilieren es gerade so. Wir arbeiten an Geschäftsmodellen, um dieses langfristig zu tun. Das ist noch nicht ganz ausgereift. Wir haben aber auch keinen großen Zweifel daran, dass uns dieses bis zum Ende gelingen wird. Um nun diese Erprobung der MOOCs tatsächlich durchführen zu können, wir haben ja begonnen auf der Diversity-Plattform, müssen wir natürlich auch in der Lage sein, die Plattform didaktisch so zu konfigurieren, wie wir das brauchen. Und deshalb haben wir entschlossen, eine eigene Plattform aufzusetzen. Das ist eben Moin. Diese Plattform lebt zunächst schon mal von dem Synergieeffekt. Sie ist ein Aufsatz auf Moodle, was wir sowieso hosten. Wir haben mit vergleichsweise geringem Aufwand diese Plattform dann aufsetzen können. Und von dem eigentlichen Geschäftsmodell ist dieses Moin für uns Teil unseres eigenen Innovationsmanagements. Wir sind jetzt, nachdem wir es erfolgreich etabliert haben, dabei, die Erfahrung, die wir mit der offenen Plattform Moin auf Moodle gewonnen haben, wieder zurückzuspiegeln auf die Moodle-Installation, die wir bei uns in den geschlossenen Kursen haben, und haben somit das Thema MOOC genutzt, um damit die Innovation unseres Kernproduktes zu befördern und zu beschleunigen. Das hätten wir im laufenden Betrieb mit 60.000 Studierenden, die wir ja in den Moodle-Plattformen haben, so schnell nicht hinbekommen wie mit dieser neuen Plattform. Da wir nun mal so weit waren, haben wir gesagt, okay, und dann teilen wir auch Moin, was wir hier gemacht haben, ebenfalls mit allen anderen, weil wir dadurch Synergieeffekte gewinnen können. Wir haben Moin inzwischen Open Source gemacht und wir nutzen die Plattform auch, damit alle, die MOOCs fahren wollen, hier auch eine einfache Möglichkeit haben, solche zu betreiben. Vielen Dank. Ich frage kurz mal die Runde, wer kennt noch diese Bundesleitprojekte, ganz frühe Phase, neue Medienbildung 1 und diese Phase? Es war Ende 90er, 2000 irgendwann? Davor. Kennt das noch jemand? Ganz wenige. Das ist quasi auch ein, da steht ja immer drin, man soll nach, also die aus dem Hochschulbereich kommen, kennen, dass es Nachhaltigkeit zu beschreiben ist. Und es gibt wenig Projekte, die diese Phase überlebt haben, und die virtuelle Hochschule lebt noch, also quasi ist eines der wenigen Projekte, das überlebt hat, neben Prometheus, die hatten wir auch keinen gehabt, das ist, die haben einen Verein gegründet, also es ist ganz spannend, geht nicht direkt um OER, aber welche Projekte nachhaltig sind. Die eine Frage nochmal, der Punkt, diese MOOC-Plattform, die Gelder kommen vom Land momentan, ja? Das war einfach nur, wir reden über Geld, wo kommt es her, vom Land Schleswig-Holstein, wo wir heute sind? Die MOOC-Plattform Moin haben wir selbst aus unseren eigenen Ressourcen heraus entwickelt. Vom Land kommen Mittel, um MOOCs zu realisieren. Mhm, genau. Und wir bekommen auch umfangreiche Mittel vom Bund, um MOOCs für dieses Thema Öffnung der Hochschulen zu adaptieren. Das, was wir Professional MOOCs benennen, die Plattform als solche, war aber unsere eigene Entwicklung. Wir haben vor kurzem mal eine Untersuchung gemacht, dass viele dieser Projekte auch beginnen mit einer öffentlichen Förderung. Und dann eben ist die Frage, manche sterben und manche gehen irgendwie weiter. Viele haben es gar nicht mitbekommen gehabt damals, dass Lehrer online nicht mehr öffentlich gefördert wurde. Es war, glaube ich, mal eine Mischung aus öffentlicher Förderung und Telekom-Stiftung.
Und als ich dann immer manchen sagte, das ist jetzt beim Iluvasum Verlag, wie, das ist nicht mehr öffentlich. Also das ist auch ein ganz spannender Übergang gewesen. Es ist inzwischen quasi privatwirtschaftlich finanziert und vielleicht kann Michael Jäger uns ein bisschen erklären, wie Lehrer online gehalten wird. Dann haben wir auch einen Vergleich mal von zwei Portalen. Da liegt, glaube ich, kein öffentliches Geld dahinter oder nicht dauerhaft. Ja, Lehrer online, ein Angebot für die Schule von der ersten Stunde an, 1998 ins Leben gerufen. Damals in der Herausgeberschaft des Vereins Schulen ans Netz, das sagt Ihnen natürlich alles was, kofinanziert zwischen dem BMBF und der Telekom. Da gab es zwei Förderphasen bis 2008, dann war klar, die öffentliche Förderung wird nicht weitergehen, aber alle Beteiligten haben angestrebt, dass dieses Leuchtturmprojekt erhalten bleibt. Es ist eine Betreibergesellschaft ins Leben gerufen worden, das ist im Kern die heutige Eduversum GmbH, die dieses Portal betreibt. Und das tun wir seit jetzt mittlerweile 7 Jahren insofern erfolgreich, als es uns gelungen ist, ohne öffentliche Förderung dieses Portal am Leben zu erhalten und tatsächlich auch weiter zu betreiben. Wie hat es funktioniert? Es sind im Grunde genommen zwei Geschäftsmodelle an die Stelle der öffentlichen Förderung getreten. Wir haben zum einen das Portal genutzt in seiner Reichweite, indem wir Online-Werbung dort schalten. Die Kunden, die wir dafür haben, sind in der Regel die, sagen wir, das sind diejenigen, die auf der Didakta ausstellen. Die haben Sie alle vor Augen. Das sind solche, das sind Schulbuchverlage dabei. Das sind alle diejenigen, die etwas in Schule hinein zu verkaufen oder zu bewerben haben. Es sind aber im Grunde sehr schulaffine Kunden. Und das ist ja eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang. Wir sind auch dann immer wieder auch mit Lehrkräften konfrontiert, die die Frage stellen, ihr seid gekauft und so weiter. Nein, das ist nicht so. Es gibt ein gewisses Reinheitsgebot bei denjenigen, die wir nehmen. Aber das ist ein wichtiges Standbein und ist eine, wie ich meine, unausweichliche Alternative. Wenn Sie ohne öffentliches Geld arbeiten, müssen Sie natürlich schauen, dass Sie auf diesem Weg Reichweite auch monetarisieren können. Das geschieht bei Lehrer Online. Der zweite Standbein jedoch, es ist nicht nur die Online-Werbung, sondern das ist, ich nenne das Agenturmodell. Das bedeutet, Lehrer Online mit seiner Fachredaktion, seinem Autorennetzwerk, der pädagogischen, didaktischen, inhaltlichen Kompetenz, die wir im Hause haben, steht auch zur Verfügung für solche Partner, die nicht nur Reichweite suchen, sondern die tatsächlich auch inhaltliche Umsetzung von uns erwarten und haben wollen. Das bedeutet, wir sind auch Content-Lieferant und Content-Entwickler im Auftrag Dritter. Das wird auch so gekennzeichnet. Das sind alles nicht werbliche Auftritte, sondern es sind in der Regel dann öffentliche, halböffentliche Partner, Stiftungen, Verbände, Ministerien, für die wir dies tun. Das sind die beiden Modelle, mit denen jetzt nach Ende der öffentlichen Förderung Lehrer Online seine Arbeit finanziert. Was uns damit gelungen ist, die Marktstellung, die Lehrer Online hatte, auch tatsächlich zu erhalten. Und wir nennen uns vom eigenen Anspruch und von der Zielsetzung her, wir sind das reichweitenstärkste, redaktionell gepflegte Informationsmaterial- und Serviceportal für Lehrkräfte. Das sind jetzt eine ganze Reihe von Begriffen, jeder davon ist wichtig. Wir sind ein Reichweitenangebot, das ist, glaube ich, wichtig für uns. Wir haben bis zu 500.000 Lehrkräfte, die uns im Monat besuchen. Sind insofern also von der Wahrnehmung her nach wie vor relevant. Wir sind in Abgrenzung zu solchen Portalen, die sozusagen user-generated getrieben sind, sind wir ein redaktionell gepflegtes Portal. Das ist auch der Charakter, wenn wir als Verlag die Betreibergesellschaft sind. Das ist unser Wesenszug. Das bedeutet, die Inhalte, die Sie bei Lehrer Online finden, sind allesamt qualitätsgeprüft. Das ist etwas, worauf sich Lehrkräfte, die bei uns unterwegs sind, verlassen können. Und das ist natürlich in Zusammenhang mit ORR, in Zusammenhang mit Finanzierung ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das wird ja vielleicht auch in der Diskussion noch eine Rolle spielen. Wie wird Qualität gesichert? Wie werden die Dinge strukturiert? Wie wird alles das getan, was heute eine fachredaktionelle Aufgabe ist? Das ist etwas, was Geld kostet. Das muss finanziert werden. Und das, was wir Lehrkräften anbieten, wir bieten Informationen an, wir bieten Unterrichtsmaterialien an und wir bieten Services an. Und das wird ein Bereich sein, den wir in Zukunft ausbauen. So wie Lehrer Online heute aussieht, wie Sie es kennen, wird es nicht mehr lange aussehen. Wir werden wahrscheinlich im April ein völlig überarbeitetes, renoviertes und tiefensaniertes Lehrer Online an den Markt bringen. Und dort werden wir den Bereich des Services deutlich ausgebaut haben und werden an diesen Service
so haben wir es vor, ein drittes Geschäftsmodell knüpfen, indem wir Mehrwertdienste für unsere Besucher definieren, dort anbieten und den Lehrkräften zur Verfügung stellen. Und einige dieser Mehrwertdienste werden nicht mehr kostenfrei sein. Das wird ein Versuch, den wir unternehmen. Wir werden feststellen, wie die Akzeptanz ist. Aber ich glaube, zum einen, es gibt lebendige und funktionierende Beispiele am Markt. Und zum anderen ist dies möglicherweise der Teil einer Antwort auf die Frage, wie wird dauerhaft künftig OER zu finanzieren sein? Wie werden die Arbeiten im Zusammenhang mit OER sich wirtschaftlich abbilden lassen, wenn es nicht oder doch nicht vollständig von der öffentlichen Hand finanziert wird? Ja, vielen Dank für die, die später gekommen sind. Wir arbeiten uns jetzt erstmal den Beispielen ab und können ja dann auch die großen Fragen stellen, vielleicht auch sogar die politischen, soll der Staat das alles finanzieren oder nicht? Das ist ein bisschen dieses hybride Geschäftsmodell. Ich habe es steht bei OE Mapping in den Ergebnissen. Simon Kühl ist jetzt auch in den Raum gekommen, du hast auch mal drüber geschrieben. Ja. Ganz ähnlich, ne? Bei Mein Unterricht, Stefan Appelhans, spannend, die beiden zu vergleichen. Vielleicht können Sie noch mal sagen, ob es Unterschiede gibt oder Ähnlichkeiten. Vielleicht landen Portale bei diesem hybriden Geschäftsmodell. Das ist, glaube ich, jetzt in der Literatur etwas. Wir bleiben am Schulbereich und den Portalen zunächst. Genau, also bei Mein Unterricht ist es so, dass wir ein Freemium-Modell haben. Das heißt, unser Portal zielt darauf ab, dass wir Lehrern die Unterrichtsvorbereitung erleichtern. Das ist unser Ziel. Das heißt, wir fragen uns immer, was können wir tun mit Hilfe von Technik, um eben Lehrerinnen und Lehrern Zeit zu sparen bei der Vorbereitung, dass sie besseren Unterricht machen können am Ende. Das geht eben so, man kann sich bei uns dann erstmal einen kostenfreien Account anlegen und das ausprobieren. Und unser Ziel ist es aber natürlich, dass es dann am Ende auch zahlende Mitglieder sind. Das Modell funktioniert dann so wie Spotify, kann man sagen. Also pro Monat zahlt ein Lehrer bei uns einen bestimmten Betrag und dafür hat er eben Zugriff auf die ganzen Funktionen, die wir bieten und dann auch die Inhalte. Bei den Inhalten ist es so, das ist ein Unterschied, also wir auch zu Verlagen, wir produzieren selber überhaupt keine Inhalte. Das heißt, wir haben keinerlei Redaktion in dem Sinne oder produzieren also nichts. Wir gucken einfach, dass wir ein sehr gutes Portfolio eben anbieten an Inhalten, sodass die Lehrer, die bei uns dabei sind, ihre Sachen finden, die sie benötigen an Material für den Unterricht. Das muss eine sehr gute Abdeckung sein, weil wir eben jetzt einfach von der Bandbreite von der ersten Klasse bis zur 12., 13. Klasse eben die verschiedenen Schulformen abdecken möchten, die verschiedenen Fächer abdecken möchten. Und ein entscheidender Punkt ist dabei zum Beispiel die Suche, dass man einfach dadurch deutlich Zeit spart, indem man relativ schnell die Themen, die im Lehrplan eben sozusagen drin sind, die Kompetenzen, dass man dazu passendes Material findet, was einfach die Unterrichtsidee stützt am Ende und was auch praktisch anwendbar ist im Unterricht dann. Und da haben wir verschiedene Verlagspartner, von denen wir Inhalte dazu nehmen. Das reicht von klassischen Fachmagazinen, kennen vielleicht auch einige von Ihnen, Friedrich Verlag, also da geht es eher um Unterrichtsbegründung, also sozusagen, was ist eigentlich der Stand der Didaktik, was sind die Diskussionen, diese Zeitschriften sind nach Fächern strukturiert und dann nach Grundschule und Sekundarstufe, bis hin zu Kopiervorlagen, also einfach eine Seite, wo entsprechende Aufgaben, Übungen drauf sind. Das ist der eine Teil, also Inhalte von Verlagen, und dann sind wir aber auch dazu übergegangen, eben zu schauen, was gibt es denn an guten Materialien, die OER sind und die zu uns passen, und da sehen wir es eben auch so. Am Ende ist es ein Qualitätswettbewerb. Wenn es da gute Sachen gibt, warum sollten wir die nicht unseren Lehrern zur Verfügung stellen? Das heißt, mit dem Ziel eben, dass sie eine gute Unterrichtsvorbereitung bei uns absolvieren können, und dementsprechend sind wir da eben auch offen, und da ist halt die Besonderheit, wir lassen diese Materialien sind halt frei zugänglich auch, also für die Leute, die eben nichts zahlen, das sind mittlerweile über 100.000 Lehrer, die wir erreichen, die können halt auch so auf diese Materialien zugreifen. Die Richtung ist ganz klar, wir sind kommerziell unterwegs, wir haben Programmierer bei uns, also wir sind sozusagen, unsere Kompetenz ist eher, dass wir einerseits eben die Bedürfnisse der Lehrer gut kennen und daraufhin schauen, was möglich ist, wie man denen eben helfen kann durch so ein webbasiertes Tool, und das andere ist, dass wir halt schauen, welche Inhalte
passend sind und da eben auch das Angebot entsprechend immer weiterentwickeln und parat haben, sage ich mal. Also ein bisschen so ein Robin Hood-Modell bei beiden. Ne? Man hat Teile offen und Teil definiert man entweder Services oder, da kam das große Stichwort rund um OER, immer Qualitätssicherung, für die man dann auch entsprechende Entgelte einsammeln kann. Ich komme übrigens nachher noch zur Frage, ob der Staat, es gab gestern eine spannende Diskussion gestern Abend, ne, bei Wikimedia, ob der Staat das einfach finanzieren soll und ob die Länder selbst OER machen oder den Verlagen überlassen. Ich warne schon mal vor, die stelle ich gleich noch, aber wir machen erstmal. Ich finde es wunderbar, dass wir alle Bildungsbereiche hier haben. Also wir haben Schulen und jetzt Hochschulen und jetzt gehen wir in die Erwachsenen- und Weiterbildung. Ja, Herr Wipper, bitte. Genau, also ich komme vom W. Bertelsmann Verlag. Das ist der Wilhelm Bertelsmann Verlag, seit 1864 Inhaber geführt und unabhängig und nicht zusammenhängend mit dem Konzern oder der Stiftung, das nur kurz vorweg. Wir sind seit jeher als Verlag und als Mediendienstleister und als Agentur unterwegs. Das heißt, wir publizieren sehr viel wissenschaftliche Literatur oder Fachliteratur, die kleine Zielgruppen hat. Und wir haben da in den letzten Jahren über das Thema Open Access angefangen, Materialien für die Nutzer kostenfrei zu produzieren. Und dadurch, dass wir auch Lehrmaterialien haben, haben wir jetzt die Situation, dass wir im Moment angefragt werden von unseren Partnern oder sind selbst mit ihnen im Gespräch. Einer ist das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung, die auch hier stehen mit dem großen Portal WBWeb. Für die Startphase, wie sieht denn das aus? Könnt ihr uns mal Materialien rübergeben, damit wir hier was zum Start haben? Und das guter Partner machen wir das. Und wir sind jetzt im Prinzip dabei mit unseren Autoren, Herausgebern und auch institutionellen Partnern gemeinsam zu schauen, wie kann man denn im Bereich Wissenschaft Open Access, aber auch im Bereich der Lehrmaterialien Modelle finden. Also oft ist es im Moment so, dass wir über das Thema Open Access, weil es Lehrmaterialien sind, dass sie auch dieses Etikett OER bekommen. Da kann man jetzt drüber streiten, ist das dann schon richtig, weil es einfach PDFs sind. Aber wir reden da weiter mit unseren institutionellen Partnern und schauen, dass wir auch zum Beispiel die Frage, wie kann man die Community organisieren? Wird ein Thema sein, weil man dort in der Zusammenführung von kleineren Gruppen auch das Thema Aktivierung von Lehrenden oder von Kursleitern zum Beispiel, dass überhaupt eine Bereitschaft da ist, zu teilen und auch Materialien freizugeben, das sind Prozesse, die organisiert werden müssen. Und auch da gibt es vielfältige Leistungen, die erbracht werden, sodass wir im Grunde auf der ganzen Spur von einer reinen Nutzerfinanzierung und einer reinen Auftraggeberfinanzierung gibt es Zwischenmodelle und da wird sich auch OER meiner Ansicht nach ansiedeln. Also mit reinen OER-Materialien kann man per Definition kein Geld verdienen, weil die sind für die Nutzer kostenfrei. Es gilt darum zu fragen, wie kann man die in Prozesse oder in weitere Leistungen einbeziehen oder wenn es darum geht, dass Materialien produziert werden sollen, dann gibt es halt eine Auftraggeberproduktion am Anfang, um hinterher die Materialien für die Community freizugeben. Es ist ja die Studie des DIPF heute Morgen vorgestellt worden und eine zentrale Frage dort war oder eine Erkenntnis war, dass es bestimmte Themenbereiche zum Beispiel innerhalb der Weiterbildung gibt, wo es sich anbietet, OER zu machen. Ich will mal einen exemplarisch nennen. Da sehe ich ganz stark das Thema Alphabetisierung, weil das ist ein Markt, der eigentlich als Markt nicht funktioniert. Wir haben sehr viele prekär beschäftigte Kursleitende und Kursleiter, die sehr individuell immer Materialien zusammenstellen müssen, weil sie sehr heterogene Lerngruppen haben. Und da ist im Moment zum Beispiel ein Punkt, dass wir mit Herausgebern sprechen, dass sie wiederum auch mit dem BMBF sprechen, kann man hier nicht gemeinsam Projekte realisieren? Also wir dann als Dienstleister, der etwas erstellt, der Communities organisiert, der sich um das Thema Metadaten kümmern kann, aber dass diese Materialien letztlich für die Nutzerinnen und Nutzer, sprich Kursleiter, frei sind. Das ist so ein Modell. So, ich habe noch mehr, aber ich lasse es erstmal dabei. Vielen Dank. Genau. Es gibt eine kurze Reaktion, glaube ich, von Herrn Jäger auf Stefan Appelhans. Ja, im Grunde auf beide. Ich glaube, die
eine spannende Frage ist ja, wird man künftig für Content überhaupt Geld kriegen können? Also wenn OER drüber steht, würde sich das gegebenenfalls ausschließen. Die Frage ist also, wenn wir über Geschäftsmodelle nachdenken, an welcher Stelle würden Leistungen, wie ich sie versucht habe zu beschreiben, also für fachredaktionelle Qualitätsprüfungen, an welcher Stelle würden hier Erlöse auch zu erwirtschaften sein. Es wird bei Lehrer Online, im Moment ist es so, dass der komplette Content kostenfrei ist und es wird auch im Allerwesentlichen künftig so sein. Wir werden künftig auch ermöglichen, dass Lehrkräfte bei uns offene Dateien zur Verfügung gestellt bekommen und diese offenen Dateien, dazu sind die ausdrücklich eingeladen, dürfen sie verändern, in dieser veränderten Form nutzen und dann erneut teilen. Wir werden sie sehr dazu auffordern, werden versuchen, sie auch dann mit entsprechenden Fortbildungsangeboten dorthin zu bringen, dass sie diese Dinge dann auch wiederum unter CC-Lizenz veröffentlichen. Das ist ja nun auch ein relativ komplexes Thema. Dies alles ist eine Serviceleistung. Die Frage muss gestellt werden, ob für diese Serviceleistung Geld genommen werden kann. Und wenn ja, für welche Teile einer solchen Serviceleistung und wie gestaltet sich das aus? Ich glaube, dass Content nicht mehr unbedingt der Träger eines Geschäftsmodells wird sein können in Zukunft. Also da ist schon mal Konsens. Content, dafür gibt es kein Geld zu verdienen zumindest. Vielleicht gibt es Förderungen und eher wenn für Service. Ich würde gerne, Sie können gleich nur antworten, ich warne schon mal vor, ich gehe gleich mit einer zweiten Rundfrage noch rein und das wird dann auch fast schon die Abschlussrunde. Wir fangen gerade an und mal reden wieder aus. Und zwar, aber ich lasse Sie gleich nur antworten, würde ich gerne folgende Frage schon mal reingeben. Ich habe lange bei den MOOCs, als die anfingen, mal drüber nachgedacht, ob wenn Bundesländer das finanzieren, dann sind aber die Abnehmer sind ja bundes- oder weltweit. Ja? Und das ist ja auch eine spannende Frage. Es bricht ja dann jeden föderalen Strukturen. Oder selbst als ich mit den MOOCs anfing, warum soll die Uni Frankfurt was finanzieren, meine Arbeitszeit, was weltweit Teilnehmer haben? Ihr habt ja die schönen Karten immer, wer alles bei euch teilnimmt. Ist ja nicht die Großteil aus Schleswig-Holstein. Also das ist so eine Frage. Und die Abschlussfrage, die ich allen Hirnen hier schon mal reingebe, was ist die ideale Welt für Sie im Bereich OER-Finanzierung? Also wenn jetzt quasi das eine ideale Welt wäre, wo müsste das Geld herkommen? Welche Rolle spielt der Staat oder die Länder an der Stelle? Und ich finde auch nochmal spannend, das auf diese Länder in die Finanzierung auch nochmal zu blicken. Aber Herr Höper, Sie wollten direkt reagieren. Ich wollte kurz noch sagen, dass der Punkt, dass man mit Content kein Geld mehr verdienen kann, das würde ich jetzt nicht so in Gänze stehen lassen, weil dort, wo es funktioniert und es gibt genügend Bereiche, wo man auch nach wie vor mit Content Geld verdienen kann, gibt es durchaus auch die Modelle, dass man Teile der Inhalte kostenfrei stellt, dass man da über das Thema Reputation auch OER in die Welt setzen kann oder ermöglichen kann. Also ich glaube auch trotzdem, dass es auch noch Mischmodelle gibt, wo frei nutzbare Materialien an an kostenpflichtige Materialien angekoppelt werden können. Wobei richtig spannend wird es eigentlich erst an der Stelle, wo man das Thema Remix ermöglichen kann und wo wir über das Thema, wir schicken hier noch mehr PDFs in die Welt hinaus, eigentlich hinauskommen, nämlich da, wo das Material gar nicht mehr als oder in erster Linie als das Material, das jetzt verwendet werden muss, gesehen wird, sondern da wohl Lehrende und Lernende gemeinsam etwas erstellen. Also ich glaube, dieser Punkt, den müsste man eigentlich nochmal separat besprechen, weil das eigentlich der spannendere ist. Die anderen Modelle der Content-Produktion sind eigentlich eine Auflösung der Wertschöpfungskette. Im Verlagswesen spricht man davon, von der Erstellung bis zur Vermarktung, bis zur Langzeitarchivierung, kann man alles schön zerhacken, auf den Tisch werfen, zusammenwürfeln und dann gibt es jetzt ein paar neue Akteure, die dann gucken, wer macht was und man muss dann schauen, wer kann was am besten machen, wenn öffentliches Geld eingesetzt wird, damit es auch sinnvoll ist. Mir scheint es fast zu kuschelig hier, also die Verlage, sprich Portale, scheinen jetzt in der Probungsphase von Geschäftsmodellen zu sein, muss man gucken, ob es langfristig trägt, haben irgendwie eine Lösung gefunden. Herr Kranlo kriegt Geld vom Land, ist auch zufrieden. Gestern Abend wurde es hitzig. Gestern Abend kam die Diskussion auf, wenn die Länder Geld geben, um OER zu produzieren, sollen sie das überhaupt tun? Ist das überhaupt Aufgabe der Länder? Wenn ja, wem geben sie Geld und bestimmen die nicht dann, was wieder entwickelt wird? Also ja, wird dann nicht definiert, was entwickelt wird? Das war ein bisschen hitziger. Ich will auch gleich nochmal in die Runde gehen. Zuerst mal an Herr Kranlo, Sie bekommen Geld vom Land. Und das stimmt nicht. Wir bekommen kein Geld vom Land. Für die MOOCs meine ich jetzt. Und dann bilden sie die weltweit an. Also sieht das Land das als eine Leistung quasi an einen größeren Kreis regional?
Das ist ja eine relativ überschaubare Anschubfinanzierung, die wir dort haben, um ein innovatives Format zu erproben. Ich glaube, unsere Gedankenweise in Lübeck ist jetzt genau umgekehrt. Wir suchen überhaupt keine Geschäftsmodelle für OER. OER ist für uns kein Selbstzweck, sondern wir engagieren uns für OER, weil aus meiner Sicht dies einer der Key-Schlüssel ist, um eine flächendeckende, breite Digitalisierung der Bildung zu erreichen. Wir haben darüber nachgedacht, wie kann ich denn flächendeckend Bildung Digitalisierung und welche Voraussetzungen auch im föderalen Kontext müssen gegeben sein. Und ich bin fest überzeugt, dass die Antwort bei OER sein wird. Es macht als erstes keinen Sinn, dass jeder Hochschullehrer oder auch dass jede Hochschule alleine versucht, die Digitalisierung zu tun. Es macht auch keinen Sinn, und in einem kleinen Bundesland erkennt man das viel eher, dass die Länder alleine versuchen, dieses zu tun. Wir haben mit der virtuellen Fachhochschule bereits ein wohlfunktionierendes Geschäftsmodell, das länderübergreifend finanziert. Und jetzt kommt die politische Debatte hin, das funktioniert deshalb länderübergreifend, weil die Studierenden die Mehrkosten der Digitalisierung tragen und nicht die Hochschulen selber und damit die Länder. Wenn ich jetzt das Interesse habe, Digitalisierung breiter aufzustellen, vermag ich in der derzeitigen politischen Diskussion nicht zu erkennen, dass es einen wie auch immer gearteten politischen Konsens gehen mag, dass die Studierenden, ich bleibe jetzt im Hochschulbereich, diese Mehrkosten der Digitalisierung tragen, zumal ich ja immer sagen kann, die Mehrkosten, die ich habe, kompensieren durch deutliche Einsparungen im Hochschulsystem an anderer Stelle. Die 4.000 Studienplätze, die wir in der virtuellen Hochschule geschaffen haben, ohne dass wir an den Deputaten etwas verändert haben, sind ja geschaffen worden ohne irgendwelche Investitionen in Infrastruktur oder Hochschulbau. Das heißt, hier ist plötzlich eine Anzahl von Studienplätzen entstanden, die die beteiligten 8 Bundesländer ansonsten sehr teuer hätten in Beton gießen müssen. Also es gibt auch Einsparungen. In der augenblicklichen politischen Diskussion kann ich mir nur vorstellen, dass diese spezifischen Aufwendungen dann eben auch öffentlich finanziert werden müssen. Dieses zu machen, indem jetzt die Länder wieder irgendeine Metabehörde organisieren, die diese Verrechnungen wie auch immer macht, das ist nicht realitätsnah. Und deshalb glaube ich, ist die Strategie, dieses Richtung OER zu tun, eigentlich die einzige wirklich praktikable, um in kurzer Zeit jetzt eine flächendeckende Digitalisierung der Bildung zu erreichen. Und deshalb interessieren wir uns für OER, nicht weil wir per se dafür sind. Das hat für uns einen ganz bestimmten Stellenwert. Und ich glaube, auf Bundesebene ist OER wahrscheinlich die einzig funktionierende Möglichkeit, um im breiten Maßstab länderübergreifend zu digitalisieren. Dann ist natürlich alles, was ich in den Bayern entwickle, kann auch in Bremen genutzt werden. Jetzt mag es sein, dass mir das nicht gefällt. Dafür kann ich aber in Bayern auch die Bremer Inhalte nutzen. Und wenn ich, das betrifft ja unsere Integrationskurse, nur meine Karten zeige, wo sind denn die, die in unsere Integrationskurse nutzen? Da haben wir genügend in Schleswig-Holstein. Aber die Karte ist auch in Kiel in allen Ministerien und politisch bekannt. Wir finden es toll, dass auch Menschen in Nordafrika und in den Kriegsländern selbst dieses für sich nutzen, um damit Hoffnung zu schaffen. Und bisher ist keiner gekommen und hat gesagt, könntet ihr denn jetzt nicht mal die Teilnehmer aus Hessen ausblenden? Also ich denke, diese Denkweise ist auch auf Länderebene eigentlich obsolet. Wir können ja zeigen, unsere Kurse wären kein Cent billiger geworden, wenn wir sie auf Schleswig-Holstein begrenzen würden. Das ist doch der eigentliche Gedanke. Ich will ja nicht, dass die Kieler Ministerien jetzt mehr für MOOCs aufgeben, bloß damit andere Länder das nutzen. Dieses alte Syndrom der Fernuniversität. Ein Bundesland zahlt die Versorgung der Republik. Sondern das, was wir sagen, wir machen dieses mit dem Aufwand, der erforderlich ist. Auch wenn wir es als FH Lübeck ganz alleine machen würden, würde es auch nicht preiswerter. Das Einzige, was wir tun, das, was wir mit diesen Mitteln geteilt haben, teilen wir mit allen anderen, und zwar allen anderen weltweit. Und im Gegenzug haben wir den Nutzen auch, dass wir das, was andere entwickeln, auch bei uns nutzen. Und ich denke, diese Mimik, die muss man verankern. Vielen Dank. Ich lade jetzt hier die Abschlussrunde ein und hätte dann gerne ein Zeichen, ob jemand auch seinen OER-Finanzierungswunsch, Philosophie oder politisches Statement noch mitteilen möchte. Dann können wir es hier noch einsammeln. Und ich bekomme nicht in 5 Minuten ein Zeitzeichen, denke ich. Und wir müssen um 10 vorher raus, also um 50, weil dann ist wieder Wechsel und so. Deshalb aber, genau, es wäre jetzt Einladung der Abschlussrunde, Ihre ideale OER-Finanzierungswelt. Und mein Appell wäre nochmal, OER nicht nur Content zu denken, OER umfasst auch Tools, also Ressourcen, der Begriff ist weiter als nur Material und Content. Habelhans.
Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht ganz genau, was die ideale Welt sein könnte, um das gleich vorweg zu sagen. Ich glaube, oder ich habe die Befürchtung, dass wenn es viel über Ausschreibungen läuft, also das sind sozusagen die typischen öffentlichen Mechanismen, wenn die greifen, muss man eben sehen, was da am Ende bei rauskommt, ob das sozusagen nachhaltig ist. Das ist so ein bisschen eine Sorge, die ich auf jeden Fall habe, aber da kommt Bewegung rein und ich finde es auch toll zu sehen, welche Möglichkeiten es da gibt. Also da bin ich nicht per se jetzt dagegen. Ansonsten gibt es ja verschiedene Mischmodelle, das haben wir gerade schon gehört, über die Reichweiten wird monetarisiert, über sozusagen Aufträge, die von Stiftungen kommen, von verschiedenen Unternehmen aber auch kommen können. Und dann gibt es sowas wie, was weiß ich, For Teachers, die machen das dann auch über Reichweite letztlich und da gibt es dann einen angeschlossenen Shop. Also da gibt es verschiedene Modelle, wie dann so Mischfinanzierungen aussehen können. Ja, aber im Endeffekt, wie gesagt, ich glaube, ich widerspreche der These, dass mit Content oder mit Inhalten kein Geld mehr zu verdienen ist, weil ich auch in Zukunft glaube, in gewisser Weise die Agilität, die vielleicht kleine Verlage oder Verlage haben, die wird nicht immer sozusagen durch einen langen öffentlichen Prozess kann nicht ersetzt werden und am Ende muss es in der Schule funktionieren. Und das wird sich halt zeigen, inwieweit das dann auch funktioniert. Und da gibt es auch einige Beispiele. Ich nehme jetzt mal diese Sachen, die Plattformen, die entwickelt werden bei den Ländern, das ist ja ein Graus teilweise. Da werden Millionen investiert und dann, ja, nach 3 Jahren wird es halt irgendwie dann nicht mehr weiter, man denkt gar nicht an die Wartung, dass da auch kontinuierlich was gemacht werden muss. Und das ist einfach eine Schwachstelle, sag ich mal, die in dieser Systematik liegt. Und von daher... Heißt, wir können es dem Markt überlassen? Das ist so eine Form, Martin Linden hat es öfter mal geschrieben, als es um staatlich finanzierte Plattformen ging. Ich glaube halt, dass der Wettbewerb einfach schon eine große Stärke hat in der Pluralität. Das glaube ich auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch, also OER kann sich selbst abschießen, wenn man das sozusagen nur über öffentliche Mittel finanzieren würde, glaube ich. Aber am Ende ist es, wie gesagt, ein Wettbewerb um die Qualität der Inhalte, glaube ich. Und gibt es auch öffentliche Finanzierung, die gab es ja auch schon in der Vergangenheit. Aber das muss sich am Ende zeigen, ob das dann gelingt. Und ich finde, man sollte den Wettbewerb nicht töten, das ist halt wichtig. Weil am Ende soll es ja den Lehrern helfen, guten Unterricht zu machen, jetzt im Fall der Schule zumindest. Und bei den Hochschulen gibt es sozusagen ähnliche Ziele. Genau. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt twittern, Verlage fordern oder GmbHs fordern kein öffentliches Geld. Das wäre ganz spannend. Wir haben noch 6 Minuten für die beiden Abschlussstatements, Herr Höper. Also ich würde die Frage so formulieren, wie können Lehre und Lernen verbessert werden und welchen Beitrag können OER dazu leisten? Also ich finde wirklich, OER ist kein Selbstzweck, aber diese Frage, wie man Lehre und Lernen verbessern kann, das sollte die zentrale Frage sein. Und da bin ich im Prinzip auch dankbar für das, was jetzt das Projekt Mapping OER geleistet hat, weil dort nämlich mal der Blick auf die einzelnen Bereiche gelegt wurde, nämlich wie ist es in der Schule, wie ist es in der Hochschule, in der beruflichen Bildung, in der Weiterbildung. Die OER-Debatte leidet in der Vergangenheit meiner Ansicht nach darunter, dass wir alles als Schule betrachten und die Rahmenbedingungen sind einfach komplett unterschiedlich. Wir haben Föderalismus. Föderalismus ist nicht unbedingt immer einfach und erschließt sich leicht. Und wir müssen die Rahmenbedingungen in den verschiedenen Bereichen wirklich zur Kenntnis nehmen. Und von daher bin ich froh, dass wir da jetzt auch Punkte haben, an denen wir weiter diskutieren können. Dass es keine öffentliche Förderung dafür geben sollte, das sehe ich jetzt wiederum auch nicht so. Wir müssen überlegen, ob es auch Anschubfinanzierung geben kann, in denen dann auch Marktpartner hinterher etwas weiterentwickeln. Und ob das jetzt Contentproduktion ist, ob es das Thema Kuratierung von Zusammenstellung von Inhalten ist, Community Building, da gibt es viele Punkte, die auch in dem Projektbericht nachzulesen sind. Ich empfehle da einen Blick und die Antworten muss man halt pro Bildungsbereich separat treffen. Vielen Dank, Herr Höper. Herr Jäger, das ideale OER. Also die Begriffe sind schon gefallen. Ich denke, Pluralität, Vernetzung, Qualität, das sind Begriffe, die unbedingt gewährleistet sein sollten bei dem, was man tut. Ich würde den Begriff Nachhaltigkeit gerne hinzufügen. Ich glaube oder ich misstraue einer öffentlichen Förderung unter dem Stichwort Nachhaltigkeit. Ich denke, die öffentliche Förderung sollte unbedingt ihren Platz haben, dort, wo es um Anschub geht, wo es um Entwicklungsaufgaben geht, die, glaube ich, sehr aufwendig sind, die unter Umständen so von kleineren Unternehmen, spreche ich jetzt mal von uns, nicht geleistet werden können. Aber ich bin
gleichwohl auch überzeugt, dass Nachhaltigkeit, die über eine Förderphase hinausgeht, die kann nur auf der Basis eines funktionierenden Geschäftsmodells funktionieren. Zustimmung. Und dazu, glaube ich, gehört auch die Akzeptanz, von der ich nicht überzeugt bin, dass die überall gegeben ist, dafür, dass es am Ende des Tages Mehrwert, Dienste und Leistungen gibt, die eben nicht mehr kostenfrei sind. Welche das sein werden, das ist, glaube ich, der Entwicklung geschuldet, das werden wir abwarten müssen, aber ich denke, es wird in diese Richtung möglicherweise gehen. Ich würde gerne noch eins ergänzen, meine Moderatorrolle verlassen. Ich glaube, wir haben schon unheimlich viel OER-Finanzierung, die wir oft übersehen. Ich habe das gestern schon mal angesprochen. Wir haben unglaublich viel BMBF-Förderung für Content-Entwicklung an Hochschulen wieder gehabt, speziell im Bereich DMAP in der beruflichen Bildung. Da steht nirgends, wir haben das identifiziert, ich bin mit Sandra Hofhüß, da sind wir die Anträge mal durchgegangen, da sind bei 4 Anträgen von 180 OER drin. Wirklich genannt. Und ich glaube, wir haben schon so viel Finanzierung, wo man einfach die Pflicht zu OER drauflegen könnte, was steuerlich schon finanziert ist, ohne dass wir neue OER-Ausschreibungen bräuchten. Das übersehen wir, glaube ich, an manchen Stellen. Dass wir schon viel Geld da reinfließen lassen, wo man nur noch diese Pflicht draufhängen könnte. Und ja, jetzt noch mal eine, gibt es noch irgend, das ist ja alles hier sehr harmonisch, gibt es noch, ich glaube, wenn wir einsteigen würden in die Landesfinanzierung von der OER, dann fängt es auch noch mal an, heiß zu werden, wofür, wer kriegt Geld, wofür und so weiter, das kam gestern so hoch. Wir haben noch 3 Minuten, gibt es noch eine dringende Meldung? Eine Forderung? Das ist der Moment, wir sind live und gut, ja, haben wir ein Mikro dann. Ich möchte vielleicht auch einen alten Vorschlag aufgreifen, der vor Jahren mal in Bewegung war, von einem Berliner Professor, Volker Grasmuck. Er hat gesprochen, man bräuchte eine Art digitale Almende. So wie man im Mittelalter eine Almende hatte, die man gemeinsam beackert hatte und gemeinsam genutzt hat. So etwas müsste es eigentlich im Bereich Bildungsmedien auch geben, gerade für freie Bildungsmedien. Und das Thema Nachhaltigkeit ist ein ganz, ganz wesentliches Thema. Viele etwas anspruchsvollere, vielleicht interaktive Medien, die im Moment noch in Flash oder in Java gemacht wurden, stehen jetzt einer Neuerstellung eigentlich an, weil diese Technologien einfach nicht mehr gebraucht werden können. Also von daher brauchen wir ganz dringend Nachhaltigkeit. Genau, und das Spannende bei OER, die beginnt ja nicht, wenn man hinterher das umbaut, sondern eigentlich schon, in welchem Tool man es entwickelt, dass es auch weiter benutzbar ist und veränderbar. Also das wird manchmal, wenn man einsteigt mit OER, noch übersehen, dass es viel größer ist, das Feld. Ne? Okay. Dann gibt es noch dringende Meldungen hier aus dem Panel von Ihnen. Wir dürfen ansonsten auch vor der Zeit enden und noch schnell was essen, bevor wir, wer möchte, es hat sich eingeladen am Thementisch, da bitte ich noch die Teilnehmer. Und ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören, fürs Aushalten, dass wir nicht dialogisch waren und vor allen Dingen fürs Mitmachen. Vielen, vielen Dank und noch viel Spaß auf der Tagung. Vielen Dank.